was. Männer meines Alters hatten ja in den 90ern halbwüchsige Söhne und haben wahrscheinlich ähnlich wie ich drei wertvolle Stunden ihres Lebens im Kino verbracht mit diesem irrsinnigen Film der Spice Girls. Ich musste mir den damals angucken. Und wir hatten ja, ich habe mir auch die Spice Girls angeguckt, aber wir hatten ja eigentlich für heute Abend eine Reunion vor, nur steigen die Damen natürlich, was ist das, englische Mutante, brauchen wir gar nicht mehr drüber zu reden, steigen ja nicht in Flieger. Also haben wir gedacht, dann vergessen wir das eben. Wir mussten die Spice Girls aber nicht vergessen, weil etwas passiert ist, was ich für ein kleines Wunder halte. Sagen Sie mal einer Mädchenband, würdet ihr einen Song von einer anderen Girls Group spielen? Dann sagen sie immer nein, auf gar keinen Fall. Aber wir haben Glück gehabt. Wir haben nämlich eine Gruppe, die gerade ein Comeback hat, die No Angels, gefragt, würdet ihr uns was von den Spice Girls singen? Und die haben tatsächlich ja gesagt. Und das fand ich unheimlich toll. Also, wer braucht die Spice Girls, wenn er die No Angels hat? Wir haben die No Angels mit einem Titel der Spice Girls. Hier sind sie. Dankeschön, die Damen. Hier sind No Angels mit Too Much. Oh,
Meine Damen und Herren, wenn Sie sich gerade fragen, in welchem coolen Club bin ich denn da gelandet, das ist Ihr ZDF und das sind No Angels und das war ein Song der Spice Girls und das Ganze ist eine Show, wo wir in die 90er zurückblicken. War das denn eine größere Herausforderung für euch, künstlerischer Art? Also, dass das die Spice Girls hingekriegt haben, kann ich mich gar nicht erinnern. Wie süß du bist. Ja doch, das war schon eine Ehre auch, ne? Spice Girls, das ist ja die... Habt ihr damals aufgeschaut zu den Spice Girls? Na schon, ja, nicht. Ja. Als junge Mädels, ist doch klar. Und jetzt schauen sie zu euch auf, denn im Gegensatz zu denen habt ihr euer Comeback hingekriegt. Oh, ihr seid das aber böse. Nein. Die haben ja auch zu fünft angefangen und waren dann zu viert, ja. So wie ihr. Ja. Es gibt da schon Parallelen. Wir feiern, ja wir feiern dieses Jahr ja Jubiläum. Also genau. Wir sind 20 Jahre alt, also die Band. Ja. Und wir ein bisschen älter. 20 heißt euer aktuelles Album, daher genau. Kommt das also. 20, habt ihr genau. Mitgezählt? Haben wir mitgezählt. Wir sind auch 20 Songs drauf. Genau. Alte Songs, die wir neu aufgenommen haben und auch brandneue Songs. Und wir feiern auch so richtig im nächsten Jahr mit einem Riesenkonzert in der Wuhlheide und da freuen wir uns schon. Was Michael Mittermeier gerade gesagt hat, fehlt euch sicher auch nämlich das Publikum. Ja. Hoffentlich ist es dann da, ja? Ja, das wünschen wir euch, das wünschen wir uns. Und die Zeiten, wo ich mich Frauen gefährlicherweise genähert habe, sind auch vorbei. Schön, dass ihr da wart. Danke nochmal für diese kollegiale Hilfe. Sehr gerne. Wir behalten euch weiter im Auge. Und wenn ich in 20 Jahren meinen Rückblick auf die 2020er Jahre mache, dann seid ihr wieder dabei. Okay. Ich erinnere mich noch, als ihr noch die Spice Girls wart, werde ich dann sagen. Ansage habe ich schon. Und jetzt gucken wir zurück in das Jahr 1996.